Okay. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Großartig, das Blatt wendet sich zu unserem Gunsten. Großartige Vorstellung, Herr Wright. Meine Schwester ist so gut wie frei. Nicht so schnell, Herr Wright. Wright, ich denke, nächstes Mal wird Ihnen der Appetit vergehen. Was? Ich hoffe nur, Sie dachten nicht, dass sich das Blatt gewendet hat. Nicht wegen einer solchen Kleinigkeit. Aber das untergräbt die Theorie der Vorsätzlichkeit. Bah. Der Anklage ist es egal, ob es vorsätzlich war oder nicht. Der Einzige, der es nicht egal ist, ist die Essensdame dort drüben. Die Angeklagte Lana Sky ermordete einen Inspektor mit einem Messer. Das ist alles, was die Anklage beweisen muss. Sonst nichts. Nun gut, Herr Staatsanwalt, Sie denken jetzt wohl, Sie sind clever. Aber Sie wissen so gut wie ich, dass Sie den Mord an ihm plant. Es war geplant. Oh Mann. Wenn nicht, warum trug sie dann... Ich denke, ich möchte Ihre Aussage noch einmal hören. Zeugin, bitte erzählen Sie uns nur, was Sie sahen und nicht, was Sie dachten. Wie können Sie es wagen? Unterschätzen Sie ja nicht meine Fähigkeiten, Schlüsse zu ziehen. Also wirklich. Angels Schlussfolgerung. Lana Sky hatte vor, Inspektor Goodman zu ermorden. Aus diesem Grund bestellte sie das Opfer zum Büro der Staatsanwaltschaft. Ich bin mir sicher, dass die Generalstaatsanwältin einen Groll gegen das Opfer hegte. Sonst hätte diese menschliche Maschine nicht immer wieder mit dem Messer zugestochen. Haha, Fail, ich habe das schon erkannt, was du falsch gemacht hast. Ganz einfach, nicht mehrmals hat sie zugestochen, sondern nur einmal. Das weiß ich noch. Das Opfer wurde vom Polizeirevier zur Staatsanwaltschaft gerufen. Das hört sich ganz nach etwas Vorsätzlichem an, nicht... Wenn ich Pizza bestelle, habe ich also vor, den Lieferjungen umzubringen? Wie dem auch sei. Die Verteidigung kann die Zeugin ins Kreuzfeuer nehmen. Angels Schlussfolgerung. Kreuzfeuer. Lana Sky hatte vor, Inspektor Goodman zu ermorden. Das beweis mal. Sie haben das schon gesagt, aber sie haben noch nicht erklärt, woher sie das wissen. Das möchte ich Ihnen doch gerade sagen, Sie Anfänger. Ich glaube, das war gerade die Einleitung zu der Geschichte, die sie erzählen möchte. Versuchen Sie nicht mehr zu unterbrechen. Anfänger. Stören Sie nie einen Erzähler. Das ist wie halbfertige Brötchen aus dem Ofen zu holen. Der Einzige, der hier halbfertig ist, sind Sie. Zeugin, verwirren Sie die Verteidigung nicht. Sie ist nicht besonders clever. Nun, warum denken Sie, dass die Verdächtige das Opfer ermorden wollte? Ihre Taten sprechen dafür. Aus diesem Grund bestellte sie das Opfer zum Büro der Staatsanwaltschaft. Tat sie das? Sie haben keinen Beweis, dass Frau Sky ihn dorthin rief? Sie haben keinen Beweis, dass sie es nicht tat. Herr Truss, was sagen Sie dazu? Es gab keinen Anruf vom Telefon der Angeklagten Frau Lana Sky. Sie hat ihm vielleicht einen Brief geschrieben. Na klar, sie hätte wenigstens öffentlichen... sie hätte wenigstens öffentliches Telefon zuerst sagen können. Jedenfalls kam das Opfer zum Büro der Staatsanwaltschaft, wo es ermordet wurde. Ich bin mir sicher, er hatte einen Grund, dort zu sein. Zeugin, warum glauben Sie, dass die Verdächtige das Opfer an jenem Tag dorthin bestellte? Ich bin mir sicher, dass die Generalstaatsanwältin einen Groll gegen das Opfer hegte. Was für ein Groll? Nun, das weiß ich doch nicht. Natürlich wissen Sie es nicht, weil sie nämlich gar keinen Groll hegte. Anfänger.
Ich habe hier eine Lunchbox. Nun, was ist drin? Woher soll ich das wissen? Sehen Sie, wir sind uns einig über die Lunchbox, aber wir wissen nicht, was drin ist. Das Leben ist wie eine Lunchbox voller Brezeln. Finden Sie nicht auch? Ich verstehe. Deshalb war mein Essen so salzig. Dieser Rechter kennt sich mit Metaphern nicht gut aus. Der Verdächtige hegt... Nochmal, das war kein nicht der, der Verdächtige, sondern die Verdächtige. Die Verdächtige hegt einen Groll gegen Inspektor Goodman. Würden Sie uns bitte sagen, warum Sie das glauben? Das ist einfach. Sonst hätte diese menschliche Maschine nicht immer wieder mit dem Messer zugestochen. Eine menschliche Maschine? Das ist widersprüchlich. Ich bitte Sie. Können Sie nicht etwas Substanzielleres bemängeln, Herr Wright? Mimo an mich, Hatchers Seufzer riechen nach Zitrone. Was? Sie sagen immer wieder... Sie sagen immer wieder. Wie oft stach sie genau auf ihm ein? Man sagt in 1000 Stücke geschnitten, meint aber nicht wirklich 1000 Stücke. Was für einen Unterschied macht es, wenn die Tat schon begangen wurde? Wieso ist sie jetzt böse auf mich? Wir sagen einfach, sie starren mehrmals auf ihn ein und belassen es dabei. Es dabei belassen? Leute, das ist ein Mordfall! Herr Wright, Sie sollten etwas sagen, wenn Sie einen Einspruch haben, wissen Sie? Frau Star ist genauso aufbrausend, wie ich es mir beim ersten Treffen dachte. Ihre Fähigkeiten als Detektiv in Frage zu stellen, lässt sie aus der Haut fahren. Der kurze Docht brennt am schnellsten ab. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Ich frage mich nur, hängt es nicht von der Größe der Kerze ab? Ich meine, mit dem Wachs brennt doch auch ein sehr kurzer Docht länger. Offensichtlich sind noch mehr wissenschaftliche Tests nötig. Ja, ganz wissenschaftliche Tests. Naja, ich habe ja schon gesagt, was der Fehler ist, weil in der Autopsieakte steht Wunde. Es gibt eine einzelne Stichwunde. Ja, da steht es. Gutachten, Wunde, bla bla, ne? Wisst ihr Bescheid. So, und jetzt präsentiere ich das und ich habe sie voll in meiner Gewalt. Sie sagen, sie stachen immer wieder auf ihn ein. Aber sie können das gar nicht gesehen haben. Wollen Sie mich auf die Probe stellen? Dann tue ich dasselbe mit Ihnen. Mit meinem Überraschungsmoos. Ich befürchte, das Moos unter unserer... Nochmal. Ich befürchte, das Moos unter unseren Füßen wächst, wenn wir länger warten, Frau Star. Hm? Was meinen Sie damit? Das sollten Sie eigentlich nicht erklären müssen. Aber sehen Sie, im Autopsiebericht steht Tod durch Blutverlust von einer Stichwunde. Aha, Sie haben recht. Gute Vorstellung, Herr Edgeworth. Was für ein Mann. Er ist mein Held. Wirklich. Was ist mit meinem Einspruch? Hat ihn niemand gehört? Nun, Zeugen. Sie kriegen die Tatort-Lunchbox, richtig? Ah, oh, danke. Ich dachte immer, dass man Ketchup niemals mit Blut verwechseln könnte. Aber nun stelle ich fest, dass solche Irrtümer möglich sind. Also, Sie sagen, Sie haben etwas mit Blut verwechselt. Als Sie Ihr Messer hob, glaubte ich, Blut an Ihrer Brust zu sehen. Die Blutspritze Ihres Opfers. Deshalb dachte ich, Sie hat mindestens zweimal auf ihn eingestochen. Sagen Sie uns, was Sie mit dem Blut verwechselt haben. Machen Sie eine Aussage. Ja, mach eine Aussage, Darling. Ihr roter Schal, Dame Ferré, sah wie Blut aus. So entsetzlich war das Ganze, die ganze Szene. Hä? Schal? Welcher Schal? Hä? Ihr roter Schal, Dame Ferré. Ich kann das nicht mal aussprechen. Ich hatte mal Französisch, aber ewig her. Ja, ein besonderer Schal. Die Generalstaatsanwältin trägt ihn immer um den Hals. Sie könnte also...